Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smash Bros. Ultimate. Wir fangen heute mit dem Home One Wettkampf an. Beziehungsweise mit einem Modi nur, den Solo-Modus, weil ich habe immer noch keine Freunde mehr zocken. Das ist vergleichbar wie auf der Wii U. Man muss einen Sandsack so hart vermöbeln und den dann mit einem Baseballschläger quer durch die Gegend schmettern. Also praktisch jetzt hier einfach so viel Schaden hinzufügen wie geht. Und dann mit voller Wucht zuschlagen. Und dann wird eine Kilometeranzeige gebaut, wie weit man ihn geschlagen hat. Ich glaube, ich bin jetzt nicht allzu gut. Nein, ich bin nicht gut. 165 ist, denke ich mal, nicht gut. Aber wir kriegen da trotzdem einen Hyrule-Stream dafür gerade. Aber es soll jetzt auch nur mal kurz einmal gezeigt sein. Einmal mit King K. Rool, Hauptcharakter von mir. Und ich mache das noch einmal mit... ja, der Piranha-Pflanze. Probier es mal, wie weit ich mit der Piranha-Pflanze dann komme. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie weit ich jetzt komme. Ob ich meinen Rekord toppen kann, ich weiß nicht, weil der Rekord ist für mich selber übel, ja. Ja, moin. Das war nichts. Ja, gut. Erneut, bitte. Und tschüss. So, jetzt noch einmal. Schaffen wir nochmal über 165.000. Oh, es sieht sogar besser aus, ja. Wir schaffen sogar die 248.779. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, habe ich mal den Code easy übertoppt. Den Einfällen lassen wir, die Regie, können wir den wieder rausschneiden? Nein? Ja, schade. Hat er dir gesehen, dass ich einmal gefailt habe? Egal, wir schaffen's. Ich habe trotzdem einen Rekord gemacht und naja, uns reicht. So, aber darum soll es eigentlich nicht gehen. Es geht hier weiter in dem Squad Smash. Davon gibt es drei Varianten. Einmal das Einwechseln, die K.O.-System und die meisten Siege. Die meisten Siege mache ich nicht. Ich finde das blöd. Ich mache höchstens nur Einwechseln und K.O.-Sieg. Den Einwechseln machen wir mit drei. Ich zeige euch meinen Spyro-Mont, weil wir das voll kaum gesehen haben. Deswegen zeige ich ihn heute hier. Einmal ein 3 vs. 3 und das andere machen wir 5 vs. 5. So, und jetzt muss ich meine Charaktere nehmen. Piranha-Pflanze, ihn. Und... ah, weißt du was? Nee. Wir nehmen Joker, Piranha-Pflanze und Banjo-Kazooie. Dann haben wir alle drei DLC-Charaktere dabei, die bis jetzt draußen sind. Und die nutzen wir heute auch. Wo ich mit den allen nichts kann. So, ich habe jetzt eine Reihenfolge genommen. Und es fängt an, Piranha-Pflanze gegen Dr. Mario. Hier wechseln sich ein, sobald ein, das heißt, sobald ein Spieler raus ist, kommt der nächste Spieler. Das heißt, ich werde hier mit allen drei Spielern zocken. Im Spiral Mountain. Und die hat auch eine wunderschöne Musik von Banjo und Kazooie dabei. Oder? Ja, das meint ihr. Ist doch die wunderschöne Musik. So. Jetzt wird einmal Mario kurz in eine Giftwolke getan und dann... was mache ich denn jetzt hier? Bin ich denn eigentlich gerade irgendwie dumm? Okay, egal. Ja. Sobald ich übrigens einen Charakter verloren habe, ja, so wie man eben gerade singen hat. Geht's weiter mit meinem nächsten und das. Oh Gott, das Banjo-Kazooie. Ich hab's auch gesagt, ich nehme jetzt alle drei DLC-Charaktere.
Ah, das hat jetzt doch eigentlich wunderbar funktioniert. So, Mewtwo kommt vorbei. Und will sich mit der einschleimen. Zack. Dann hat er noch nicht mit Banjo-Kazooie gerechnet. Neben habe zwei Helfer-Trophäen dabei. Oh mein Gott. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so einfach geht. Wer kommt jetzt noch? Melinda ist die letzte im Bunde. Von denen. Die brauchen wir eigentlich gar nicht fertig machen, die wird schon fertig gemacht. Ich glaube, Joko werden wir nicht mehr sehen. Ich muss angucken, ich weiß nicht, welche Schwierigkeit ich eingestellt habe. Das habe ich vergessen. Konnten wir überhaupt eine Schwierigkeit einstellen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist egal. Denn das war's mit... Oh, auch noch nicht. Bin zu dumm, diesen Smash auszuführen. Ja, noch warten, du. Als ob die das gekontert hat, Mann. Dann gib halt den Mond her. Und sie wird vernichtet vom Mond. Und deswegen haben wir gewonnen. Es ging noch relativ schnell. Team Rot ist Sieger. Yep. Sehr schön. Ja, dann können wir weitermachen. Allerdings nicht mit den Einwechseln, sondern mit dem K.O.-System. Das funktioniert dann wieder ganz anders. Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher, wie das funktioniert. Deswegen lass es mir erklären. Wir machen jetzt ein 5 gegen 5. Das heißt, wir nehmen den Joker, K.Rool. Das sind meine Charaktere, die ich nehme. Und das waren alle Level 3. Ich stehe immer auch auf Level 5. Da habe ich wenigstens noch eine kleine Herausforderung, oder? Ich weiß, ich könnte auch Level 6 machen, aber nee, ich mache jetzt lieber Level 5. So, und jetzt kann ich wieder wählen, meine Reihenfolge. Ja, die sollte jetzt natürlich gut überlegt sein, ne? Ja. Super, Rosalina gegen Rosalina. Aber als erstes kommt K.Rool gegen Marv. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Also ein Leben übrigens, also nicht so zum drauflehnen. Und komm schon. Raus mit dir, hoffe ich. Nein? Eben dir und deinen komischen Typen da Manieren beibringen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Er ist raus. So. King K.Rool gegen Rosalina. Und ich glaube, man nimmt den Schaden sogar nicht mit. Es werden die halt nicht automatisch eingewechselt. Auch doch, man nimmt den Schaden mit. Sorry, das war eine falsche Information. Ich nehme den Schaden aus der Vorrunde mit. Ich muss halt hoffen, dass ich Rosalina noch besiegen kann, so schnell wie möglich. Ich will mich nicht Rosalina gegen Rosalina haben. Außerdem mag ich ja King K.Rool. Und möchte jetzt nicht unbedingt, dass er verliert. Und raus. Okay, Level 5 ist echt keine Herausforderung zurzeit. Wahrscheinlich bin ich einfach zu gut. Es wird auch wieder Bowser Jr. gegen eigentlich Bowser Jr. kommen, also weil wir Bowser Jr. hat er Iggy genommen. Was zum Teufel geht bei denen ab, den Computer? Zwei gleiche Charaktere hat er genommen? Okay. Und zwei unterschiedliche. Das hatte ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Ich fange natürlich mit meiner schönen Kugel an. Also von mir aus kann ich jetzt auch verlieren. Dass der nächste Charakter ankommt, aber das möchte ich natürlich nicht verursachen.
Selbst dieses kleine Stück hier bringt schon ordentlich was. Oh Gott. Das ist einfach mein scheiß dicken Bauch abgebreitet, Mann. Und jetzt bin ich raus. Ihr habt mich verleiten lassen, egal. Da kommt halt jetzt Rosalina und Bluma gegen Iggy. 35 haben wir im Übrigen für jeden Kampf Zeit. Mal gucken, wie es läuft. Oh, shit. Ich habe gerade erstmal auf falschen Charakter geschaut. Sorry. Machst du das, Luma? Dass du mir sozusagen hilfst. Und tschüss. Hammer. Iggy doch einfach besiegt. Jetzt kommen wir zu Wolf. Er möchte auch noch seine Chance haben, gegen Rosalina zu kämpfen. Gegen King Kero kann er jetzt nicht mehr kämpfen. Er ist ja weg. Und es gibt verschiedene Tracks aus Banjo-Kazooie bzw. auch Banjo-Tooie und nur aus Banjo-Tooie. Ich bin mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr sicher aus. Es kann auch aus beiden sein, dass man Tracks aus beiden Teilen hört. Und tschüss. Das war so einfach. Jetzt kommt halt noch Warp. Rosalina gegen Rob. Oh, und Luma spielt natürlich auch noch eine wichtige Rolle. Den Attacken von Rosalina. Jetzt hat sie meinen Sternring genommen. Jetzt hat er meinen Sternring genommen. Ach Gott, Gott. Ach du Grün, nein, was habe ich jetzt gemacht? Und er hat die B-Bombe aktiviert. Das ist ein Problem, Rob, hä? Würde ich einfach mal vorschlagen. Ich würde einfach sagen, geh wieder zurück, da wo du hergekommen bist. Richtig. Aus dem Schrotthaufen. Damit haben wir mich gesiegt. Sehr schön. Das waren soweit das. Mit meisten Punkte. Da spielen einfach so lange, bis einer die meisten Punkte hat. Das wird dann festgelegt. Aber kann man festlegen. Ich sage schon, das ist ein Spezial-Smash. Und zwar Super Sudden Death. Was ist das? Super Sudden Death? Ja. Ganz einfach. Drei Versuche lassen wir natürlich ein. Wir spielen auf dem Schlachtfeld. Und stellen auf 8 Spieler. Das wird mir schön unübersichtlich für mich gleich. So, 8 Spieler. Alle sind natürlich gekommen. Ich stelle mir hier auf 8, dass es schön hart wird. 9 ist ja die höchste Stufe, wie ihr wisst. Es wird mir nämlich jetzt gleich alle 300% Schaden haben. Und ein Schlag reicht halt schon aus, um einen vollkommen sofort zu eliminieren. Das zeige ich euch mal kurz. Ihr kennt ja mal aus meinem Let's Play noch die Sudden Deaths, die ich mal hatte, weil ich mal Gleichstand mit jemandem hatte. Und ein Move halt reicht halt schon aus, die ganzen Leute hier zu killen. Ihr seht ja, was abgeht, ne? Es reicht halt ein Move und jeder ist raus. Ich könnte halt meinen Bauchklatscher hier machen. Er wäre raus, sofort. Ich könnte auch einfach einen... Na gut, einfach einen Tritt nicht, aber trotzdem. Halt sowas machen.
wäre sofort hier jemand raus. So. Ah, ja gut, da hat Link jetzt gerade gewonnen. Schade. Aber ihr seht, was ich meine. Das ist dieser super sudden death. Und du siehst ja halt kaum was und weißt nicht, was gerade abgeht, ob du schon tot bist oder nicht. Trotzdem Zweiter geworden, ich bin stolz auf mich. Und es geht auch super schnell vorbei. Aber trotzdem macht Spaß. Und das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder zum vorletzten Modus. Smash für alle und dann im letzten Part gehen wir in den Online-Modus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.